Wir würden gerne unsere Wirbelsäule untersuchen lassen, aber gehen wir dafür zum Chiropraktiker oder zum Osteopathen? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Machen die nicht beide dasselbe? Nicht ganz. Osteopathie und Chiropraktik sind zwei Professionen, die die Funktion unseres Körpers vor unsere Symptome stellen, behandeln also keine Krankheiten und vertreten damit recht moderne Ansätze. Nach Ralf Freitag und der International Academy of Osteopathy fokussieren sich Osteopathen dabei auf die essentielle Beweglichkeit aller Strukturen im Körper und ihr Zusammenspiel. Damit können auch Wirbelkörper gemeint sein, soweit sich diese nicht richtig bewegen. Nach neuesten Erkenntnissen arbeiten Chiropraktiker primär mit der Gehirnfunktion und wie diese den gesamten Körper beeinflusst. Dabei nutzen sie die Wirbelsäule und dessen Störungen als Medium, um eben diese Funktion positiv zu beeinflussen. Die wissenschaftliche Basis, die in der Osteopathie genutzt wird, ist, dass eine schlechte Bewegung zunächst zu Gewebespannung und infolge einer gescheiterten Kompensation zu Funktionsstörungen führen kann. Faszien können diese Spannung dann in den ganzen Körper tragen. Wissenschaftlich gesehen arbeiten Chiropraktiker mit Fehlinformationen, die von Wirbelsegmenten ausgehen können und das Gehirn in seiner natürlichen Funktion behindern. Diese lassen sich unter anderem auch mit standardisierten Tests aus der funktionalen Neurologie messen und auf bestimmte Areale eingrenzen. Insgesamt ergänzen sich die beiden Professionen also perfekt. Während der Osteopath genau weiß, wie sich die Unbeweglichkeit eines Wirbels auf den gesamten Körper auswirken kann, kann ein Chiropraktiker genau sagen, ob und wie das Gehirn dabei negativ beeinflusst wird und ob das die Funktion des Körpers zusätzlich schmälert. Sollten wir uns also zwischen Osteopathie und Chiropraktik entscheiden müssen, lohnt sich die Frage, welcher Schwerpunkt unserer Gesundheit fehlt: die der Beweglichkeit oder der Gehirnfunktion? Denn für beides sollte man die passenden Spezialisten aufsuchen.